Ja, hallo meine lieben YouTube-Freunde. Hier ganz kurz noch ein Erklärvideo zum Thema Onboarding zwischen Kunde und Social Media Marketing Agentur oder Performance Marketing Agentur bezüglich Facebook Werbeanzeigen schalten. Also das sehe ich immer wieder auch bei größeren Agenturen, dass die nach wie vor immer noch quasi eigene Seiten erstellen, weil es einfach schneller und bequemer ist, beziehungsweise halt alles in ihrem eigenen Werbeanzeigenmanager, Business Manager, Facebook Business Manager managen, also multiple Kampagnen und Kunden, alles bei sich selbst sozusagen. Die richtigere Variante ist, dass man letztendlich dem Kunden eine Seite entweder dabei hilft, sie zu erstellen oder ihm erklärt, wie man sie erstellt oder dass er sich auch eigenständig, wenn er sich so ein bisschen besser auskennt, seine Seite selber erstellt und dann hier über die mit Unternehmenseinstellungen Kontenseiten hinzufügen, Zugriff auf Seite beantragen. Ja? Also man sieht hier zum Beispiel, diese Seite hier habe ich jetzt beantragt, Cyber.at, das wäre jetzt zum Beispiel theoretisch mein Kunde und dann muss dieser eben einfach nur einmal kurz bestätigen, sein Passwort eingeben. Und dann hast du da eben Zugriff auf seinen Werbeanzeigenmanager. Das ist ganz gut wichtig zu verstehen, dass letztendlich das nicht nur der Zugriff ist auf eine Seite. Also das zeige ich jetzt hier mal ganz kurz. Also hier nochmal mal angenommen, ich hätte jetzt Bechtle als meinen Kunden. Ja, sagen wir mal hier, ich habe jetzt gerade eben das IT-System aus Bechtle in Aachen als Kunden gewonnen und wir haben vereinbart, dass wir Werbeanzeigen über Facebook schalten. Dann suche ich deren Seite hier, also deren Firmenseite, Unternehmensseite nennt sich das auf Facebook. Und hier kann ich eben dann genau aus mit dem einfach verhandeln, was sie genau wollen. Also wenn ich zum Beispiel, wenn wir sagen, ich will nur bezahlte Werbeanzeigen schalten, dann reicht eigentlich Werbeanzeigen. Ja, wenn wir sagen, okay, ich will auch auf die Performance-Seite Zugriff haben, sozusagen auf weitere Inhalte und so weiter. Oder auch organische Posts, dass wir irgendwie einen Deal haben, dass wir diese als Agentur oder wenn du jetzt, also von Kundenseite, wenn du einen Deal hast mit einer Agentur, dass auch organische Posts gemacht werden sollen. Also generell, wenn man hier einfach, sagen wir mal, jetzt nicht so picky sein möchte, sondern sagt einfach, hey, hier haben wir eine Seite erstellt, da ist jetzt vielleicht auch noch gar nichts drauf. Ja, sind noch gar keine Assets, noch gar keine Posts gemacht worden, sondern es ist vielleicht sogar eine ganz frische Seite, die jetzt eigentlich nur dazu dienen soll, hier bestimmte Produkte zu bewerben und eine Community vielleicht aufzubauen oder ähnliches. Dann kann man auch ganz einfach sagen, Facebook Zugriff und damit hast du dann kompletten Zugriff. Und dann würde ich jetzt hier Zugriff beantragen, aber das war jetzt nur ein Showcase. Also, ich habe jetzt nicht IT-Systemhaus Aachen als Kunden gewonnen, aber du würdest dann hier quasi Zugriff beantragen und dann hättest halt gleich mit einem Aufwasch halt kompletten Zugriff auf die Seite halt einfach und auf den Business Manager dort. Und hier kann man hier einfach nochmal unterscheiden, wenn man das eben nicht möchte, dann kann man hier einfach nochmal sagen, okay, nein, ich möchte hier nur Werbeanzeigen und dann würde ich halt einfach nur hier das klicken. Ja. Ja, das soll es gewesen sein. Und wenn es dann sozusagen hier dann beantragt wurde, hier drauf geklickt, dann sieht das Ganze eben so aus. Hier bei zum Beispiel bei Cyber.at und dann kann man auch jederzeit das wieder zurückziehen. Aber auf Seite des Kunden muss jetzt das noch genehmigt werden. Das dauert 2 Sekunden und dann kannst sozusagen, dann hast du Zugriff und managst letztendlich remote als Agentur. Ja, oder die Agentur managt dann remote, ja, aus dem Business Manager, das wäre zum Beispiel in dem Fall meine Business Manager, Facebook Business Manager. Aber sozusagen, wenn ich würde die Kampagnen eben nicht innerhalb meines Business Managers selber managen und erstellen und so weiter und verwalten als Agentur, sondern im Business Manager des Kunden. Und das ist entscheidend. Weil wenn man sich mal wieder, vielleicht mal wieder trennen sollte oder sowas, dann löst man einfach diese Verbindung hier auf und dann sind hier, dann ist es einfach sauber. Ja? Und wenn zum Beispiel der auf Kundenseite, wenn der mal einen Fehler machen sollte und vielleicht gegen irgendeine Richtlinie verstößt, insofern der auch Zugriff hat dann auf die Werbeanzeigen oder ähnliches oder Mitarbeiter, das kommt immer wieder mal vor, dass dann ein Mitarbeiter eingestellt wird auf Kundenseite,
der dann irgendeinen Murks macht, wo dann sozusagen Facebook ein Regular, wo dann eventuell das Konto einfach sperrt oder ähnliches, ne? Dann ist, passiert das alles auf Kundenseite und du bist als Agentur quasi erst dich geschützt. Ja. Und du kannst einfach die Verbindung wieder auflösen und das beeinträchtigt dann sozusagen deinen Business Manager nicht. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine größere Agentur bist und hast 20, 30, 50 Kunden, ja, dann ist es natürlich nochmal, also wenn du jetzt nur ein paar Kunden hättest, dann wäre es vielleicht nicht so relevant, aber desto mehr Kunden du hast, desto wichtiger ist es eben, dass es eben so aufgesetzt, dass es eben so aufgesetzt wird. Okay, das soll es gewesen sein für dieses Video. Bis zum nächsten Video, dein Thomas Klein.